meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und weiter geht's hier mit unserem Mini-Album. Wie ihr wisst, wir arbeiten mit Pretty Mosaic von Prima Marketing. Das ist unser Papier, mit dem wir uns beschäftigen werden. Und letztes Mal waren wir ungefähr so weit im letzten Teil. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe hier hinten noch eine Fotomatte aufgeklebt mit einem ja, so einem Stempel und dann hier im Innern ja, überall ein Stempel drauf und hier noch so ein paar Fotomatten reingelegt. Das ist einfach nur normales Kopierpapier vorerst mal, einfach mal um zu gucken, wie das so ungefähr aussehen könnte. Vorerst mal finde ich das ganz okay. Hier auf dieses habe ich so eine Journaling-Karte noch drauf geklebt. Da werde ich wahrscheinlich hinten auch noch eine Fotomatte aufkleben. Mal gucken. Auf jeden Fall, so das wäre mal so ungefähr das Ergebnis. Und ja, das hier so schließt. Und dann das hier oben drauf. So, schon wäre das fertig. So, nun natürlich, so im Nachhinein habe ich mir so ein bisschen überlegt, das genügt mir nicht für die erste Seite. Ich möchte da noch ein bisschen mehr Aktivität haben. So, und da habe ich mich entschieden. Und zwar, mal kurz beiseite, bevor wir damit anfangen, habe ich mir, so, ich schließe mal genau. Zwei Papiere zurechtgeschnitten. Die sind 17,8 mal 25,5 bei 1,2 gefaltet. Und das habe ich mir auf die Rückseite, habe ich mir diese Streifen ausgedruckt. Okay, dann ja, so wird das halt nicht später zu dick und zu schwer. So. Zwei solche Teile. Dann, Moment, 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 ich habe hier so viel liegen. Habe ich mir ein Stück rausgeschnitten von 19,1 mal 17,8 cm und die werden auf drei Seiten bei 1,2 gefalzt. Ne? Das wird eine Tasche. Hier habe ich mir die Ecken schon abgeschnitten, war aber nur, um etwas zu gucken. Und dann brauchen wir noch zwei Papiere von 16,5 mal 12,7 und auch bei 1,2 gefaltet. So, das sind unsere Basispapiere, die wir brauchen. Die hier, das ist einfach weiß. Und dann auf diesen beiden als die Rückseite mit Streifen. Okay? So. Was möchte ich jetzt da tun? So, ganz, ganz einfach. Ich möchte erstmal so das hier. Habe ich so gefalzt. So, da kommt der Kleber aber nicht hier drauf, sondern hier drauf. Denn ich möchte das hier. Wir haben ja hier diese große Tasche, die wir noch besitzen. Ich möchte das da ankleben, und zwar also Kleber auf diese Seite, und ich möchte gerne halt diese Seite. Deshalb habe ich auch schon abgeschnitten, um zu gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, okay. Ne? So ankleben, dass hier weiß ist. Da kommt dann was anderes drauf, und dann dieses Papier, da kommt dann der Kleber hier. Hier drauf. Okay. So, dass man das Ganze, das hier zu dieser Seite und das zu dieser, dass man mal hier öffnet, da diese beiden Streifenseiten hat. Ich hoffe, ihr versteht, was ich gerne sagen möchte. So, ich werde das mal das auch einmal kurz. Nein, das wird jetzt, Moment, jetzt muss ich gucken. Das wird so gefalzt. So, einmal die eine Seite, einmal die andere Seite, weil das soll ja später so sein. Okay, wenn ihr das dann öffnet. Okay, ein bisschen kompliziert, ich weiß. Aber ihr werdet es verstehen. So, ich werde das mal ankleben. Dann haben wir das schon mal gemacht.
So. Natürlich könnt ihr auch doppelseitiges Klebeband nehmen, ne? So wie ihr Lust drauf habt. Okay. Aufpassen, dass ihr nicht über die Falzlinie rutscht. Am besten einmal gucken. Falzbein. Das scheint ja mal zu klappen. So, das hätten wir. Und dann kommt dieses Teil. Da kommt jetzt Kleber hier drauf. Ich nehme das mal weg. So, dann stört das jetzt nicht. Also Kleber kommt hier drauf und dann wird das hier in diese Tasche geklebt. So. Und dann so. Okay, dass das so aussieht. Und dann hat man hier noch sowas zum Öffnen. Okay? Ich denke, das versteht jeder. Ich denke mal. Falls nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann erkläre ich es nochmal. Wenn das jetzt etwas kompliziert sein sollte. So, also auf diese Seite kommt der Kleber. Auf die weiße. Und dann stecken wir das mal hier rein. So, guck, dass wir da auch schön gerade sind. Und dann drücken wir das richtig fest an. So. Kann das Ganze auch einmal umdrehen. So, ich denke mal, das klebt jetzt. Sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. So, und das kleben wir jetzt mal wieder so dahin. So, natürlich, wenn wir das jetzt hier, dann kommt das immer ständig. Ne? Warum bleibt das dann jetzt nicht kleben? Verkehrt rum. Ja, dann kann es nicht kleben bleiben. So. Ne? Wenn man das jetzt dann, ja, geht das offen. Das heißt, wir müssen hier uns auch noch ein Magnet tun. Und ich gucke, ob das hier mit. Genügt. Es könnte klappen. Ich versuche es mal. Mit so einem Schoner. Falls nicht, dann kann man das immer noch abnehmen und ein richtiges Magnet nehmen. Schauen wir mal. Das scheint zu halten. Sehr schön. So. Sehr, sehr, sehr schön.
Und dann mache ich da noch ein Stückchen Kleber drauf, damit das hält. Wenn ich jetzt den Anfang hier finde, bald ist das leer, das hier. Muss ich ein anderes nehmen. So. So, schon hätten wir das. Und das bleibt schön hängen. Okay, das wären mal das. Und dann, ich öffne das jetzt mal, dann kann man nämlich besser arbeiten. Das Ganze noch mal. Es bleibt. Okay, dann haben wir das hier. Das wird eine Tasche und die kommt hier drauf. Die kleben wir uns hier drauf. Okay, dann haben wir hier eine schöne Tasche. Okay, so, dann tun wir das auch mal. So. Und dann kleben wir uns das schön hier unten an den Rand. Achtung auf eure Falzlinien, ne? Damit ihr schön neben euren Falzlinien bleibt. Auf jeden Fall diese hier. Und dann könnt ihr das ankleben. So. Somit hätten wir hier erstmal eine Tasche. Können wir das mal wegtun. Das brauchen wir nicht mehr. So. Und dann bleiben uns ja noch diese beiden Teile. So, das werden wir auch erstmal falten hier. So, hier habe ich die Ecken abgeschnitten. Ich möchte das gerne hier oben anbringen. In diese Tasche. So, möglichst gerade. Und dann das andere Teil. Entschuldigung, wenn ihr meinen Bauch hört. Der meldet sich. Ist aber noch keine Zeit zum Essen. Ach ja. Der redet auch mit mir die letzte Zeit. So. Und das kommt hier unten dran. Ne? So dass man hier oben eine Tasche hat und dann hat man hier so eine Klappe und hier noch eine Klappe. Ne? Schön viel Platz für Fotos, was wir ja gerne haben möchten. Ne? So, dann kleben wir das Ganze an. Also. Dann kommt hier ins Innere unser Kleber. So. Gucken, dass ihr gerade seid. Und dann fest ankleben. Natürlich oben an eure Tasche, nicht unten, denn sonst habt ihr keine Tasche mehr hier oben, ne? Also
an dieses Teil halt ankleben, dass ihr hinten noch eine Tasche behaltet. Okay, es wird hier oben angeklebt. So. Und dann noch das andere Teil hier. Das kommt dann hier unten an den Rand. Dann kommt der Kleber außen hin. So. Und das kleben wir uns schön hier unten am Rand fest. Somit hätten wir das auch. Dann kann ich hier das mal wieder wegmachen. So. Natürlich müssen wir uns da, wie es schön schön ist, auch ein Magnet anbringen. Na. Ein Magnet und so eine Scheibe. So, da müssen wir jetzt gucken, damit wir nicht mit irgendwas in Verbindung kommen. Hier ist nichts. Alles gut. Okay. Dann würde ich sagen, so ungefähr hier wäre gut. So, ein mini kleines Stück. Oh, ja. Ja, mein Magen redet mit. So. Ich hatte wie gesagt so ungefähr hier. So, dann kleben wir das mal hier an, ein Stückchen Kleber drauf und dann nehmen wir uns eine Scheibe, um halt an Magneten zu sparen. So, und dann klebt das auch. Na, komm schon. So. So. Schön. Festdrücken. Und wiederum ein Stückchen Kleber drauf. Damit das auch da bleibt, wo es soll. So, damit hätten wir das vorerst mal. Ich hoffe, dass das genügt. Sonst mache ich trotzdem ein Magnet. Muss ich mir noch überlegen. So, und dann hier, damit das auch zu bleibt, brauchen wir natürlich auch ein Magnet. So. Ja. Natürlich kommt da was drauf. Also keine Panik. Und dann eine Scheibe obendrauf, die wir hier wieder befestigen werden. So.
Und ein Stückchen Kleber wieder drauf, um das zu befestigen. So haben wir das schön geschlossen. Das hier ist geschlossen, nur hier. Ich glaube, das ist nicht stark genug. Ich glaube, ich werde das hier abnehmen. Und doch lieber ein richtiges Magnet da machen. Ich glaube, das ist besser. So, ich glaube, das hält doch wahrscheinlich besser als alles andere. Ja, so, das ist viel besser. Okay, so, das hätten wir. Unsere Magnete sind befestigt. Und ich würde sagen, dann kommen wir zum Dekorieren, was wir so gerne möchten. So. Ich mache das Ganze mal wieder ein bisschen flach. Für hier habe ich mir gedacht, dass das trotzdem nicht allzu dick wird. Da habe ich mir was ausgedruckt, was ich mir jetzt hier aufkleben werde. Das ist irgendein Digitalpapier, was ich mir irgendwann einmal gekauft habe. Und das werden wir uns jetzt einmal zurecht schneiden. So. Ich nehme mal kurz mein Maschinchen hier. Und dann schneiden wir uns das erstmal zurecht. So, also den weißen Rand erstmal weg. So ungefähr. Ich brauche das Ganze fein. Ich kann hier ein bisschen mehr abschneiden. Ist kein Ding. So, erstmal den weißen Rand. Und dann markieren wir uns. Was wir so brauchen. Und natürlich müssen wir auch überall die Ränder einfärben. Das kommt auch noch. So, aber erstmal Bleistift. Hier. Und so hier. So, wo ich mir das abschneiden werde. Ich klebe mal wieder ein bisschen zu. So. Und dann werden wir uns das Ganze noch ein bisschen einfärben. Die Ränder. Sonst ist das mir doch zu weiß. ja. Man hätte da auch locker sofort solches Papier nehmen können, ne? Da kann man sich das ersparen.
Wir lieben es doch, uns ein bisschen mehr Arbeit zu machen. Von daher soll wirklich Vintage später aussehen. So, okay, das hätten wir. Dann können wir, kann ich mir mein Papier schneiden. Sehr schön. So, das hier, das ist jetzt sehr, sehr dünnes Papier, weil ich das jetzt auf, was ist das, 80 oder 90er Grammatur ausgedruckt habe. Deshalb werde ich das jetzt auch mit dem Kleberoller ankleben. Der verträgt das besser. Das Papier verträgt das besser. So. Das kleine Teil wegmachen. Oh, ich bin nicht gerade. Ach, macht nichts. Ich bin nicht ganz gerade. Ach, kommt vor. Kommt vor, bevor ich Brille anhabe. Macht aber nichts. Ist okay. So. Okay. So, und hier. Was könnte ich hier draufkleben? Einen Augenblick, ich guck nur was, ob das jetzt passen würde oder nicht. Ich denke schon. Dann nehme ich mir hier eine von meinen Fotomatten.
Das sind jetzt die etwas größeren. Also die 5x7 Inch. Das sind für Fotos von cm, kann das sein? Ist es das? Ich weiß es nicht mehr. Ich schaue mal kurz. Ja, für die 13x18 Fotos. So. So, das könnten wir so hier draufkleben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Na, jetzt habe ich über dieses Kleber hier. Ups. Dann kann man sich da ein Foto aufkleben. Dann nehme ich mir hier noch meinen kleinen Stempel. So. Und schon haben wir da ein Foto, ne? Eine Fotomatte. So, dann können wir uns hierum kümmern. Hier werde ich mir auch ein Digitalpapier werde ich nehmen. Ich habe hier noch so eins. Ich mag halt solche Sachen mit Schrift und das passt farblich. Ne? Ja, ich habe genug Dateien, um mir halt damit halt zu arbeiten. Ne? So, ich schaue mal kurz, was ich hier brauche. Ich denke mal so ein 10 cm mal. Bisschen mehr wie 16 würde genügen, aber vorerst mal färben wir das mal ein. Auf jeden Fall mal hier oben. Damit das schon mal gemacht ist. So. So, und dann auch hier. So, dann brauchen wir uns darum nicht mehr zu kümmern. Was habe ich gesagt? 10. Ah, ich schneide mir mal ein Stück bei 10 ab. Und dann sehen wir weiter. Erstmal hier oben diesen weißen Rand weg.
Und dann sehen wir weiter. Ist nur ein Hauch da. Und deshalb halt mag ich diese Maschine. Man kann so Schnibbel wegschneiden. Ne? Wirklich sehr toll. So, und dann würde ich sagen, machen wir das mal auf 10. 10 genügt. So, dann schauen wir mal, wie weit wir hier brauchen. Also, 10 auf jeden Fall ist wunderbar. Würde sagen, so hier wegschneiden. Und dann schauen wir, ob wir noch ein Stückchen mehr abschneiden müssen oder ob das genügt. Sehen wir mal. Ja, das passt. Das macht Sinn. So. Wir schauen erstmal, ne? Bevor ich irgendwas ankleben werde, gucken wir mal, ob wir das auch wirklich so lassen werden oder ob wir was anderes tun werden. Dann. Hier wollte ich eine Fotomatte machen. Schauen wir mal. Ne? So ein bisschen höher, damit ich das hier öffnen kann. So. Und dann hier. Auch eine Fotomatte. Und hier eine etwas größere. So hätten wir im Innern Fotomatten und dann hier, schauen wir mal. Und dann hier könnte ich ja auch eine Fotomatte mit einem Journaling-Card drauf tun. Komm, wir gucken mal. Wo habe ich die? Hier. Was in dem Dreh. Und dann hier unten, da könnte man ja auch noch ich denke, das wäre gut. Das würde mir gefallen. Ich glaube, so machen wir es auch. Ich denke schon. Das sieht toll aus. So. Dann fangen wir erstmal hiermit an.
So, das legen wir so. So, ich glaube, ich kann das. So, das hätten wir. Schauen wir mal. Meine Schere, die klebt. Wird mal Zeit, dass ich die etwas säubere. So. Und dann hier auch. So. Okay. Ich glaube, ich werde mir hier auch diese Ecken schneiden. So ist es richtig. Jetzt hatte ich sie schon verkehrt gedreht. Ich glaube, so ist es, oder? Ist es so oder ist es nicht so? Die Biene ist nach oben, ja. Okay, wo habe ich meinen Fotopunch hier? So. Müsst ihr natürlich nicht machen. Ne? Ihr könnt es auch lassen, wie ihr Lust habt. Oder ja. Schräg abschneiden und so weiter und so fort. Alles geht, ne? Entschuldigung. So. Wäre es nicht toll, wenn diese Dings vergoldet wären? Was meint ihr? Das nicht ein bisschen mehr Pep geben. So ein bisschen foliert. Na, ich muss mir das noch überlegen, bevor ich das aufkleber. Vorerst mal hier erstmal die Ränder einfärben. So. Ein bisschen mehr auf dieser Seite. So, und dann kann ich nehmen alles raus. So. Mal alles rausnehmen. Und dann kümmern wir uns erstmal hier um diese Umrandung. Und dann mal hier um dieses untere Teil hier. So. Ja.
Ich glaube, das vergolde ich. Also halt mit Folie, ne? Und hier habe ich gesagt, ich möchte gerne das hier. So, erstmal diesen kleinen weißen Rand hier ab. So, dass ich mir das hier auflegen kann. Möchte ich jetzt lieber das oder möchte ich jetzt lieber? Nein, ich glaube, ich bin diesen Teil hier. So. Und hier. So, dann schneiden wir uns das mal. Ja, guck mal, ist das jetzt? Ja, was sind die kleinen? So. So, hier auch klitzekleinen weißen Rand, den wir erstmal abschneiden werden. So, warum bin ich nicht gerade? Was habe ich hier gemessen? Oh, Muriel, Muriel, Muriel. So, da sind wir gut, aber hier sind wir nicht gut. So. Ach ja, ich weiß warum. Ja. Wenn man krumm ausdruckt, kann das Teil ja nicht gerade sein. Das ist ja ganz normal. So. Und sieh mal da, sind wir nicht gerade. Eieieiei. Aber jetzt. Ist halt so. So, nochmal. Deshalb immer einmal gucken, ob man gerade ist. So, jetzt sind wir. Ne? Ist immer besser, man überprüft, bevor man was anklebt und später ist man nicht. Ist die schlechte Größe. Ne? Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Und dann das hier dazu. Hier oben drauf. Gefällt mir ganz, ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir wirklich richtig gut. Das können wir ankleben. So. Ich muss gleich mein Fläschchen wieder auffüllen. Ist bald leer. Aber ich glaube, für dieses Video müsste es noch genügen. So. Der Teil, der wäre geschafft. Den möchte ich noch ein bisschen mehr dunkel haben. Ich hätte mir hier auch mein kaffeegefärbtes Papier sehr gut vorstellen können. So.
So gefällt es mir. Aber ich glaube, ich werde das. Können wir probieren, das und versuchen, das zu folieren? Wo habe ich mein Teil zum Kleben, mein Kleber und meine Folie? Wir haben hier ja noch ein bisschen drauf. Vielleicht klappt es diesmal besser als letztes Mal. Schauen wir mal. So, einfach nur hier diese kleinen Dreiecke hier. Es muss ja nicht ganz sein, aber so ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass das. Was ist denn los? Warum möchte das nicht? Ist mein Kleber nichts? Oder liegt es am Papier? Also ein bisschen. Ein bisschen. Oh, wenn so ein Kleber liegt, dann nehmen wir die anderen, ne? Es könnte ja sein, dass es am Kleber liegt. Ich weiß es nicht. Ja, mal so ein bisschen. So ein bisschen foliert. So ein bisschen. Aber vielleicht, wenn wir das jetzt hier so da drauf tun. Noch, das sieht okay aus. Das sieht ganz okay aus. Ich denke wohl, es liegt vielleicht am Papier. Es ist vielleicht zu dünn. Oder der Kleber. Muss ich einen anderen Kleber nehmen? Das könnte man ja auch noch versuchen. Ob es daran liegt, dass die Folie nicht möchte. So. Das hätten wir. Und dann können wir das so hier aufkleben. Ich glaube, ich probiere mal einen anderen Kleber nächstes Mal. Es liegt vielleicht nur daran. Was meint ihr? Ich finde das schön.
So, und dann haben wir hier noch das Innere. Und dann auch noch hier. So. Ich glaube, hier werde ich einfach nur ein Fotomatte lassen. Und hier auch. Und dann auf dieses hier. Da könnten wir ja vielleicht. Das würde da reinpassen. Wenn ich das oben das Ding da wegschneide, das würde richtig hier reinpassen. Das würde doch toll aussehen. Oder glaubt ihr nicht? Ich glaube schon. Und ich glaube, das tun wir auch. Ich glaube, das tun wir auch. So, ich werde mir das zusammen, also das abschneiden und dann mir die Ränder noch einfärben. Und dann würde ich sagen, für heute genügt es. Das heißt, im nächsten Teil kleben wir dann alles zusammen ein und gucken, was wir dann hier machen. Also macht euch auf lange, also auf viele Videos gefasst, denn ich, ja, ich möchte das doch ja, wirklich Schritt für Schritt mit euch zusammentun. Keine Ahnung, wie viel es werden mehr, aber bis wir dann halt fertig sind. So, ich hoffe, ich kann auch jetzt etwas mehr regelmäßig filmen. Das wäre natürlich auch ganz toll, ne? Wie gesagt, ich mache mein Bestes. Jetzt habt ihr mal einen zweiten Teil. Wie gesagt, ich werde hier noch das alles einfärben. Das Einfärben, also die Ränder. Das werde ich mir hier raufkleben. Und die werde ich auch schon einkleben, okay? Mit meinem Stempel drauf. Das werde ich tun. Und dann, das werden wir zusammen einkleben, außer ich denke, dass ich, also das wird so sein, ne? Dieses Teil hier oben abschneiden, die Ecken abmachen und dann kommt das hier so rein. Es kann sein, dass ich das schon alles, dass ich das für mich mache und dann sehen wir weiter halt für was wir hier tun werden und was wir hier in diese Tasche tun werden. Okay, so meine Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, wie immer, Platz auf euch auf, bleibt gesund, vor allem kreativ. Lasst mir ein Like da, einen Kommentar, Abo, wenn noch keins da ist, freut mich riesig. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss!